So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir in einem Dodge Grand Caravan das Handy per Bluetooth verbinden. Vorab muss ich sagen, wenn ihr das noch nie gemacht habt, ist das eine absolut nervenaufreibende Aufgabe. Ich muss gestehen, bis ich das erste Mal raus hatte, hätte ich am liebsten mit dem Hammer in dieses Radio reingehauen, weil es einfach echt kompliziert ist. Deswegen mache ich euch so einen kleinen Guide hier und führe euch einmal da durch, bis ihr euer Handy ganz entspannt und problemlos koppeln könnt. Wie fangen wir an mit dem ganzen System? Und zwar drücken wir an unserem Radio auf dieses Telefonsymbol und dann kommt eine kurze Ansage und daraufhin sagen wir einfach Setup. Das heißt, das Radio fragt euch mit dem Begriff Ready, ob ihr ready seid. Dann kommt ein Piepsignal und dann sagt ihr einfach nur Setup. Und dann kommt ihr überhaupt erstmal in dieses Untermenü. Das Verwirrende dabei ist, dass euch auf dem Display im Radio wirklich nichts angezeigt wird. Das heißt, diese ganze Kopplungsaktion ist rein nur mit der Stimme machbar. Deswegen schreibe ich euch das gleich nach und nach nochmal auf und schreibe ich auch nochmal in die Beschreibung den genauen Ablauf, wie das geht, dass ihr es nachlesen könnt, weil ihr wirklich auf diesem Radio keine Möglichkeit habt, das nachzulesen. Wenn wir dann Setup gesagt haben, dann fragt euch dieses System 11 Sachen. Ja, 11 Fragen kommen. Die kommen hintereinander weggeschossen. Was wollt ihr machen? Wollt ihr ein Handy koppeln? Wollt ihr nur eine SMS vorgelesen haben? Wollt ihr resetten? Und. Und im Endeffekt ist, wenn ihr euer Handy neu koppeln wollt, die erste Frage relevant. Und zwar fragt ihr nach Device Pairing. Device ist der englische Begriff für Handy oder für das Objekt, was ihr koppeln möchtet. Und Pairing ist halt paaren oder entsprechend koppeln. Und wenn wir dann die erste, also ihr müsst abwarten, ihr könnt auch diese 11 Sachen nicht unterbrechen. Also ihr könnt nicht mitten reinreden einfach, sondern ihr müsst abwarten, bis ihr alle 11 Fragen gehört habt. Ich muss gestehen, ich musste mir das 10 Mal alle anhören, weil wenn ich 11 Sachen höre, habe ich die erste oder die für mich relevante schon wieder vergessen, was er von mir will. Deswegen, wenn ihr Handy koppeln wollt, Device Pairing ist das Wort, was ihr braucht. Wenn ihr dann in dem Punkt Device Pairing seid, also ihr geht quasi immer einen Schritt tiefer ins nächste Untermenü, dann fragt er euch 3 Sachen. Und zwar wollt ihr pairen, das heißt, wollt ihr ein Gerät verbinden? Möchtet ihr eins löschen? Das ist die zweite Frage. Oder drittens, wollt ihr einfach nur die Liste aufgesagt haben, die bisher verbunden sind? Das heißt, wenn vorher 3 andere Telefone verbunden waren, listet er euch die entsprechend der Priorisierung auf. Und hier wieder, wenn ihr koppeln möchtet, müsst ihr auf Pair Device eingehen und dem Radio sagen, Pair Device. Dann geht ihr einen Schritt tiefer in das nächste Untermenü. Und dann möchte er von euch einen 4-Digit-PIN-Code haben. Ein 4-Digit-PIN-Code ist eine 4-stellige Zahlenkombination, die ihr hinterher auf dem Handy eingibt, quasi als Kopplungsbestätigung. Da empfehle ich immer entweder 1234, also 1234 oder 4 mal die 0. Das sind die einfachsten Codes, die ihr dann eingeben müsst, die ihr euch dann entsprechend halt auch merken könnt. Wenn ihr die 4-stellige PIN-Nummer eingegeben habt, fragt ihr euch nochmal, ob ihr euch sicher seid und ob die Nummer richtig ist. Dann müsst ihr mit Yes, also mit Ja, bestätigen. Und dann fragt er euch, wie das Gerät heißen soll. Dann kommt ein Piepton und dieser Piepton ist dann quasi das Freizeichen und dann könnt ihr sagen, wie ihr das nennen möchtet. Wenn ich jetzt mein Handy koppeln möchte, kann ich jetzt sagen, Christophs Handy. Und dann speichert er meine Sprachansage ab, fragt mich dann wieder, nachdem er meinen Passus wiederholt hat, ist Christophs Handy korrekt? Dann muss ich wieder mit Yes, also mit Ja bestätigen. Und dann, also ihr merkt jetzt schon, das ist echt komplex, deswegen schreibe ich euch das hinterher nochmal auf. Danach fragt er, welches Priorisierungslevel ihr denn haben möchtet. Das heißt, an welcher Stelle dieses Handy stehen soll. Dann sagt ihr Nummer 1. Weil ihr könnt mehrere Handys koppeln in mehreren Priorisierungsstufen. Das heißt, als Beispiel, der Fahrer hat ein Handy dabei und der Beifahrer hat ein Handy dabei. Die fahren mal gemeinsam und mal getrennt voneinander mit diesem Auto. Wenn dann der Fahrer sein Handy auf Priorisierungs,
Nummer 1 setzt und der Beifahrer auf Nummer 2, wird das Handy des Fahrers immer automatisch vom Auto angewählt, wenn beide im Auto sind. Wenn nur der Beifahrer da ist, sucht das Auto nach dem Handy von der Nummer 1 oder von der Priorisierungsnummer 1, also vom Fahrer. Wenn das Auto dieses Handy mit einer Bluetooth-Verbindung nicht findet, springt er automatisch zum nächsten Telefon, was dann verfügbar ist. Das wäre dann das Telefon des Beifahrers, das dann mit Nummer 2 in der Priorisierungsliste steht. Wenn das durch ist und der sagt, oder das Handy, das Auto sagt, okay, Platz 1 ist frei, darauf können wir das Handy dann einspeichern, dann ist es fertig. Dann müsst ihr am Handy das nur nochmal bestätigen, dann müsst ihr die PIN-Nummer eingeben am Handy und bestätigen. Dann ist die Verbindung abgeschlossen. Wenn Platz 1 bereits vergeben ist, was ja bei einem gebrauchten Fahrzeug mal der Fall sein kann, dann fragt er, ob ihr das rausschmeißen möchtet. Der fragt dann, would you like to override? Das heißt, wollt ihr quasi das aktuelle Handy rausschmeißen und euer eigenes Handy überspielen auf die Nummer 1? Dann müsst ihr mit Yes wieder bestätigen. Und dann ist auch hier die Kopplung abgeschlossen. Also ihr merkt, es ist ein brutal aufwendiges Verfahren. Ich drehe jetzt die Kamera einmal rum und zeige euch das mal in live quasi, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt hier wieder ein iPhone, mit dem ich euch das wieder demonstriere. Wir drücken, wie ich gerade gesagt habe, am Radio auf das Telefonsymbol und dann müsst ihr hören. Ich drehe jetzt die Lautstärke mal recht hoch, dass wir das auch alle vernünftig hören können. Ready. Setup. Select one of the following. Device pairing, confirmation prompts, select phone, select audio device, language, emergency, towing assistance, SMS incoming message announcement, phone book download, voice training or reset. Device pairing. Do you want to pair a device, delete a device, or list paired devices? Pair a device. Refer to www.uconnectphone.com for a list of supported Bluetooth devices. Please say a four-digit PIN number. 1, 2, 3, 4. PIN code 1, 2, 3, 4. Is this correct? Yes. Please say the name of the device after the beep. Christoph's phone. Adding. Christoph's phone. Is this correct? Yes. Assign a priority level between 1 and 7. 1 is the highest priority. 1. Priority 1 is already occupied by iPhone. Would you like to override? Yes. Start pairing procedure on device. See device manual for instructions. Pairing complete. Also ihr merkt, das ist eine schwierige Geburt. Aber wenn ihr das Stück für Stück macht, dann sollte es eigentlich machbar sein. Das war's auch wieder schon. Kurzer Überblick. Danke fürs Zuschauen. Das Video ist jetzt eher etwas trocken, aber informativ. Und ich hoffe, dass ich einigen Leuten damit viel, viel Frust ersparen kann. Und danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut.